Willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin. Hier sind unsere Themen. Der Euro ist gescheitert, Alternativen müssen gefunden werden. Nach dem Boston-Terror, wie gefährlich sind die Tschetschenen in Österreich? Abgeschrieben oder absurd? Stronachs Programm ist das Papier nicht wert. Wieder einmal wurde der Nationalrat einberufen, um die Überweisung von Steuergeld in marode Staaten, diesmal nach Zypern, abzunicken. Die Abgeordneten von Rot und Schwarz haben das auch diesmal brav erledigt. Für FPÖ-Obmann HC Strache hingegen ist die Eurozone völlig gescheitert. Er fordert die Regierung auf, endlich in Alternativen zu denken. Ob eine Teilung der Eurozone vernünftiger wäre in Bereiche, wo Volkswirtschaften zueinander passen, wie eine Nord- oder Südeuro, oder zurück zu den nationalen Währungen, wie zum Schilling, den zurechtzogen viele Österreicher. Der Schilling, der hatte noch Wert im Vergleich zum Euro heute, wenn man erlebt, wie hier die Lebenserhaltungskosten angestiegen sind. Daher fordern die Freiheitlichen mit Nachdruck eine Volksabstimmung über eine Rückkehr zum Schilling. Denn die Zeit drängt. Immer mehr Experten gehen davon aus, dass der Zugriff auf das Geld der Sparer nicht auf Zypern beschränkt bleiben wird. Selbst von führenden Vertretern der Eurogruppe wurde die Enteignung bereits als Modell für weitere Bankenrettungen propagiert. Offenbar rechnet man in Brüssel, dass es bald auch zu weiteren Zusammenbrüchen letztlich des von Kreditinstituten kommen wird. Ich verlasse mich nicht darauf, dass in Zukunft bei einer weiteren Zuspitzung der Krise dann nicht auch die kleinen Sparer, wie man es von Beginn an vorgehabt hat, in Zypern diejenigen sind, auf deren Ersparnisse man zugreifen will. Wie dramatisch die Lage ist, zeigen täglich neue Hiobsbotschaften. In Griechenland muss die zweitgrößte Bank des Landes verstaatlicht werden. Die Budgetdefizite in den Euro-Südstaaten wie Griechenland oder Spanien explodieren weiter und lagen im Vorjahr über 10%. Das renommierte Beratungsunternehmen Boston Consulting Group rechnet bereits mit einer Massenenteignung im Euroraum durch Zwangsabgaben und Vermögenssteuern. Der Euro ist längst gescheitert und gefährdet heute unseren Wohlstand. Wenn ein Haufen gescheiterter Altpolitiker versucht, mit einem Volksbegehren mehr Demokratie durchzusetzen, dann fühlt sich das Volk zu Recht gepflanzt. Weniger als 70.000 Menschen haben unterschrieben. Noch weniger waren es nur beim zeitgleich abgehaltenen Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien, das mit 56.000 Unterstützern das neue Schlusslicht bildet. Mehr als 99% konnten sich für Forderungen wie jener nach Abschaffung des Religionsunterrichts nicht erwärmen. Die Initiatoren des Volksbegehrens haben lernen und erfahren dürfen, dass die Kirche mit ihren Werten und Traditionen in Österreich viel tiefer und positiver im Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist, als es ihnen lieb ist. Auch wenn nicht jeder am Sonntag in die Kirche geht, das Christentum hat im Leben der Menschen einen fixen Stellenwert. Und die angeblichen Privilegien neidet der Kirche daher kaum jemand. Der Religionsbeauftragte der FPÖ, Andreas Karlsböck, freut sich über das schwache Ergebnis des Begehrens. Österreich ist ein säkuläres Land. Das bedeutet, wir haben eine eindeutige Trennung zwischen Staat und Kirche. Aber wir sind kein laizistisches Land. Dieser große Unterschied muss gesagt werden. Es würde nämlich bedeuten, so wie es die Kirchenvolksbegehren-Befürworter fordern würden, dass wir die Religion, und zwar sämtliche Religionen und Weltanschauungen, ins Private verbannen. Das ist in einem Land wie Österreich, das gewachsen ist auf dieser christlichen Tradition, nicht möglich und auch nicht gut. Die Freiheitlichen anerkennen, wie auch die Österreicher insgesamt, das hohe soziale Engagement der Kirche in den Bereichen Soziales, Bildung oder Gesundheit. Schützend vor dem Christentum stellen sich die Menschen daher auch in der merkwürdigen Diskussion über eine Abschaffung christlicher Feiertage zugunsten von muslimischen Festen. Also wenn in den muslimischen Ländern die katholischen und die evangelischen Feiertage und die jüdischen Feiertage eingeführt werden, dann ja. Aber wenn sie dort nicht eingeführt werden, dann haben sie hier auch nichts verloren. Lehne ich aus der Tradition des Landes heraus ab. Aber dass man hier ein bisschen entgegenkommt schon. Aber ich komme aus dem 10. und da könnte ich anders reden. Also bei der Arbeitslosigkeit würde ich sagen, führen wir mehr Feiertage ein. Wir haben eh zu wenig Arbeit für die vielen Arbeitslosen. Eine Idee, die die Wirtschaft wohl so eher nicht aufgreifen wird. Dort wird, für den FPÖ-Politiker durchaus verständlich, in die andere Richtung argumentiert.
Wir haben bereits genug Feiertage. Die Industrie fordert ja, diese Feiertage zu verlegen auf Wochenenden. Zweitens, wir sind ein christliches Abendland und als solche haben wir eine gewisse Prägung im kulturellen Sinn. Es würde jetzt keinen Sinn machen, hier andere Kulturkreise mit Feiertagen hineinzubringen. Argumente, die auch die Vertreter der christlichen Kirchen zu den ihren machen müssten. Der geringe Zuspruch zum Volksbegehren stärkt ihnen auch in der Feiertagsdebatte den Rücken. Nach dem Anschlag von Boston rückt der tschetschenische Terrorismus in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Nach zwei Kriegen kämpfen islamische Extremisten mit brutaler Gewalt weiterhin gegen die russlandtreue Verwaltung. Kein anderes Land hat Tschetschenen so großzügig Asyl gewährt wie Österreich. Dass unter den sogenannten Flüchtlingen potenzielle oder auch tatsächliche Terroristen sind, ist naheliegend. Der zweimalige Österreich-Aufenthalt des getöteten Boston-Bombers kommt daher nicht überraschend. Es sind furchteinflößende Bilder von den tschetschenischen Mudschahedin, wie sie sich nennen, selbst ins Netz gestellt. Sie kämpfen gegen Russland, wollen aber nicht nur Tschetschenien in eine unabhängige islamische Republik verwandeln, sondern die gesamte Region in ein Emirat Kaukasus. Dem österreichischen Verfassungsschutz ist das bekannt. Die Gruppierung Emirat Kaukasus sei staatsschutzrelevant in Erscheinung getreten. Für FPÖ-Sicherheitssprecher Harald Wilimski kein Wunder angesichts des zu großzügigen Umgangs mit dem Asylrecht. Wir haben aber im Speziellen ein Problem mit Tschetschenen, die über die Route Polen meistens nach Österreich kommen, weil sie wissen, ein sehr, sehr liberales Asylrecht ermöglicht ihnen den Aufenthalt hier. Und mit dem Aufenthalt hier gibt es dann in weiterer Folge das Eindringen in kriminelle Banden und das geht hin bis zu Terrorismusverdacht. Diesen Verdacht bestätigt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht, meint jedoch, die tschetschenischen Terroristen würden Europa und damit auch Österreich vor allem als Logistik- bzw. Rekrutierungsraum und weniger als möglichen operativen Raum nützen. Eine Einschätzung, die nach dem Attentat in Boston vermutlich revidiert werden muss. Beobachtung alleine reicht jedenfalls nicht mehr aus. Also da, wo überall Verdachtsmomente vorliegen, wäre das sehr, sehr anzuraten, hier Nachschau zu halten, inwieweit tatsächlich Bedrohungspotenziale gegeben sind. Mein Weg für die Zukunft kann nur sein, dass wir Schengen in dieser Art und Weise für obsolet erklären, dass wir mit Grenzziehungen rund um Österreich auch wieder Herr darüber sind, wer zu uns ins Land kommt und diese Kriminalität und Terrorismusgefahr auch außer Landes halten zu können. Nach unterschiedlichen Schätzungen leben zwischen 25.000 und 40.000 Tschetschenen in Österreich. Kein Wunder, dass auch der getötete Boston-Bomber hier zweimal zu Besuch war und Verwandte haben soll. Kampfsport ist übrigens eine große Leidenschaft der Tschetschenen. Leider beschränken viele ihre Aggressivität nicht auf den Ring. Zahlreiche schwerste Gewaltverbrechen gehen in Österreich auf ihr Konto. Frank Stronach füllt als Neopolitiker seit mehr als einem halben Jahr die Schlagzeilen der Zeitungen. Seine politischen Ziele verbarg er bis vor kurzem hinter den nichtssagenden Werten Wahrheit, Transparenz und Fairness. Jetzt hat er endlich ein Parteiprogramm vorgelegt. Doch auch dieses bleibt völlig unkonkret. Auf 63 Seiten hat Frank Stronach versucht, das Grundsatzprogramm seines politischen Experiments Team Stronach darzulegen. Auf der letzten Seite dann endlich die Entschuldigung für das vorhergeschriebene. Man sei offen für sachliche Analysen und Verbesserungsvorschläge. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl hat dazu einiges zu sagen. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der eine Teil ist dasjenige, was er von anderen Parteien abgeschrieben hat. Einen Großteil davon im Übrigen von der Freiheitlichen Partei. Ich bin eh schon am Überlegen, ob ich ihm nicht eine Honorarnote oder eine Rechnung dafür schicke. In seinem Jargon würde man das wahrscheinlich als Betriebsspionage bezeichnen. Beispielgefällig, Stronach fordert die Gesundheitsfinanzierung aus einer Hand und damit die Zusammenlegung der 22 Krankenkassen, genau wie die FPÖ. Der zweite Teil ist der, wo er sich selbst politisch versucht und da wird es gelinde gesagt abenteuerlich ja, bis wirr. Da kommen Dinge vor, die in Österreich kein Mensch haben will. Das ist also im Wesentlichen der Versuch, amerikanische Prinzipien der sozialen Kälte auf Österreich überzulegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dasjenige, was sogar den Republikanern in den USA zu radikal ist, in Österreich auf fruchtbaren Boden fällt. Krassestes Beispiel: Wettbewerb im Gesundheitssystem. Bessere Leistung, bessere Preise. Stronachs Team propagiert also offen die Zweiklassenmedizin. Derart klare Bekenntnisse sind allerdings Mangelware.
Hauptsächlich besteht das Programm aus Worthülsen und Stehsätzen, mit denen Stronach die Probleme Österreichs umschifft. Ja, ich glaube nicht, dass es dem Frank Stronach wirklich eine Sekunde lang um Österreich geht. Wir haben ihn ja treffenderweise als Teilzeitösterreicher tituliert. Das ist ja eh fast noch eine harmlose Variante. Ich glaube, dass Frank Stronach getrieben ist von einer unglaublichen Portion Eitelkeit und Egomanie. Das ist eigentlich die Triebfeder seines politischen Projekts. Er ist ein sehr, sehr narzisstischer Mensch. Das Programm heißt also Stronach. Und der versprüht, genau wie sein Programm, nur heiße Luft. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wie immer am Donnerstag ab 11 Uhr. Auf Wiedersehen.